Heute zeige ich euch, wie ihr das Skript K-Styers Dynamic Next Stream in OBS einrichtet. Es ist sehr nützlich, wenn eure Zuschauer live angezeigt bekommen sollen, wann euer nächster Stream stattfindet. Schritt 1: Textquelle erstellen. Öffnet OBS und erstellt eine neue Textquelle. Notiert euch den genauen Namen dieser Textquelle. Schritt 2: Skript hinzufügen. Geht zu Werkzeuge und wählt Skripte. Klickt auf Skript hinzufügen und wählt die Datei des Skripts aus. Schritt 3: Skripteinstellungen. Nun passen wir die Einstellungen an. Gebt bei Textquelle den Namen der zuvor erstellten Textquelle ein. Im Feld Präfix tragt ihr den Text ein, der vor der Zeitangabe erscheinen soll. Zum Beispiel nächster Stream. Bei Suffix gebt ihr den Text ein, der nach der Zeitangabe erscheinen soll. Zum Beispiel Uhr. Das Trennzeichen trennt den Tag und die Zeit. Gebt die Zeiten für Streambeginn für gerade Wochen und Streambeginn für ungerade Wochen ein. Das ist praktisch, wenn ihr in zwei Schichten arbeitet und unterschiedliche Streamzeiten habt. Falls ihr jede Woche zu denselben Zeiten streamt, könnt ihr hier beide Uhrzeiten gleich einstellen. Wählt nun das Wochentagsformat, entweder vollständig oder kurz. Schritt 4: Tag Einstellungen. Für jeden Wochentag gibt es eine Gruppe von Einstellungen. Aktiviert den Tag mit einem Klick auf Streamen. Damit weiß das Skript, dass ihr an diesem Tag streamt. Wählt zwischen automatisch, nach Woche oder manuell. Wählt ihr automatisch, dann werden die Streamzeiten, die ihr weiter oben eingestellt habt, automatisch übernommen. Je nachdem, ob die Woche gerade oder ungerade ist. Wählt ihr manuell, dann überschreibt das Skript den automatischen Streambeginn mit eurer manuellen Eingabe. Das ist praktisch, wenn ihr zum Beispiel samstags oder sonntags zu anderen Zeiten streamt als an den restlichen Wochentagen, wo nach gerader oder ungerader Woche eine automatische Uhrzeit angenommen wird. Das war's. Mit diesen Schritten habt ihr das Skript erfolgreich in OBS eingerichtet und eure Zuschauer wissen immer, wann der nächste Stream beginnt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.